immer noch mal. Sie kommen rein, ich erkläre den Text gar nicht mehr. Ich habe festgestellt, ihr seid alle so hochbegabt. Euch noch niemals sehen.
nochmal an alle ein herzliches Willkommen. Auch im Namen der evangelischen Kursseelsorge, einige, die meisten, die letzte Woche hier waren, haben auch unseren Kursseelsorger mal kennengelernt, Pfarrer Jörn Rimbach. Also wir haben hier teilen den Vornamen, wir sind da ganz bürgerlich in Teilen und verstehen uns auch super gut und es ist immer schön, wenn er da mal kommt. Das will er in Zukunft öfters mal machen, mal sehen, ob es alles so klappt mit den Terminen. Zweitens, wer Computer und Internet besitzt und gerne da rumsurft, das mache ich öfters mal, aber jetzt habe ich einen guten Platz gefunden, wo ich das regelmäßig machen kann. Ich schneide immer mal mit, aber so, dass man um mich sieht, nicht weil ich so schön bin, sondern das hat rechtliche Gründe. Wenn ich jemanden im Bild habe, kann ich es nicht senden oder es öffentlich zeigen. Es sei denn, da müsst ihr mir von jedem schriftlich eine Erklärung geben lassen, dass dieser Film werden muss. Also habe ich da eine Position gefunden. Das heißt, wenn Sie auf YouTube meinen Namen googeln, Jörn Schimmelmann, werden Sie das finden. Oder wer Facebook hat, die evangelische Kursseelsorge ist zum Beispiel auch auf Facebook. Ja? Brauchen Sie nur Kursseelsorge Reinhard Hausen einzugeben und dann finden Sie die evangelische Kursseelsorge. Da finden Sie auch schon Videos vom offenen Singen. Zumindest eins. Das ist aber zusammengeschnitten aus Handyvideos, die ich gekriegt habe und dann habe ich dann viele Standbilder drin, weil ich da selten Aufnahmen hatte, wo ich alleine komme. Wie gesagt, ich schäme mich nicht fürs Internet, ich kommentiere da auch rein, ich drehe ja öffentlich auf, aber man muss eben aufpassen heutzutage, muss alles so sein. So, und jetzt ist der erste Wunsch genannt worden, Sie haben schon gemerkt, es geht, Sie rufen mir nur mal zu, die Dame kennt mich aus, die war ganz schnell. Junge Dame, war das jetzt 147 oder was? Gut, 147. Und wenn dann das Lied vollendet ist, darf der nächste rufen, denken Sie dran, ich kann mir jetzt so viel auf einmal merken. Das ist anstrengend. Da kriege ich gar kein Geld mehr. Follow me.
glaube ich. Ich muss mal gucken, was das war. 114, genau, Rock My Soul. Das ist auch so ein ganz Power. Da kann man, zu diesem Lied kann man auch singen, He's Got the Whole World. Das passt immer. Schönen guten Abend. Jetzt haben wir kein Stuhl mehr freigehalten, jetzt müssen Sie alle holen. Ich hatte eben jemanden gedeckt hier vorne, deswegen, das weißt du, die anderen sind falsch. Also es gibt eine christliche Version, Gottes Liebe ist so wunderbar, wunderbar, so wunderbar groß. Das hört dann, die können sie in Deutsch ausdenken, das passt immer. Die sind international, international. So. I see.
vorne einmal und dann da die Wahl. Was war das? Wir waren noch nicht bei 100. 235. Also erst die 280, dann hier und danach gehen wir da hinten in den Schreiber. Erstmal jetzt 82. Und dann kommt das andere. Über den Wolken. Damit wollte ich eigentlich heute anfangen, aber die Wünsche kamen so schnell, da habe ich aufgegeben. Normalerweise steht der erste in den Spielzug, das will ich euch mal sagen. Ich komme ja mal trotzdem dazu reden. Das baue ich ohne Mose.
gehört, das Lied hätte im Buschmund nur 18 Strophen. Mir reichen 3. So. Oh,
überhaupt kein Problem, weil irgendeiner singt ja irgendwas. Einfach dran gehen. auch wenn ich hier vorne stehe und habe euch eine Stimme zugewiesen, ihr hört ja sonst anders, eure Männer brauchen ja also, ich weiß, ich bin ein bisschen frech. Nein, aber ihr braucht einfach nur dann irgendwo mitsingen, wo ihr das könnt. Ja? So. Nee, wir haben knapp vor, da hinten. 208. Und dann nehmen wir gleich die Mitte mal. Ja, erstmal die 208. Also, drei Strophen. Oh, yeah.
dann gehen wir mal wieder nach Rügen. Rügenstraße 1, 2 und 4. Wer kommt vor? Achso, ja, ich war jetzt der Mitte, da haben wir die anderen Brüche. Sagen Sie doch mal, was hatten wir denn? 156. Merken wir. So, also jetzt mögen die Strafe. 1, 2 und die Vierte. Das kennen die, wenn sie es hören. Ah!
mit Ihnen noch 3 Stunden reden. Ich habe hinten auch noch eine Vorgruppe. Und die warten immer auf mich. Es gibt noch Frauen, die auf mich warten. Aber nur, weil sie aufstehen wollen. Doch, die sind sie. Die Leute sind frei. Das könnt ihr euch ausstellen. Da bin ich mit euch. Die sind sie. Sehen Sie, ich kann mich auch kaum durchsetzen, so ein einziger Mann mit Worten. Kann man nur noch finden. So, haben wir genug korrigiert. Mitleid gibt's ja eh keins. Also sind wir hier, die Gedanken sind frei. Ja? Die Gedanken sind frei. Versuchen Sie eine Sache sich mitzunehmen und die umzusetzen. Und das Rest, den Rest notieren Sie sich für später. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und für die anderen kann ich nur sagen, wenn Sie Ihren Liebwunsch noch erfüllt haben wollen, nächste Woche hätten Sie eine Chance. Ich bin dann wieder da. Ich versuche es immer wieder. Und es ist immer schön, und nehmen Sie meine Sprüche nicht zu ernst, ich bin ganz lieber als er. Aber das, es ist immer schön, wenn die Laune gut ist, dann hebt sich meine auf. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Was ich jetzt sehe, steht nicht drin, aber viele kennen, können Sie gerne mitsehen. Thank you.
1000 eingeben, dann werden sie so zwei, drei Tage braucht das immer, weil das dauert ewig lange, bis die Dinger beschrieben sind und hochgeladen.